Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie bei Ihrer Lieblingssuchmaschine prüfen können, welche Webseiten diese von Ihrem Webangebot bereits indexiert hat. Also kurz gesagt, welche Seiten von Ihnen dort gefunden werden können und welche nicht. Die Info kann für Webmaster und andere Nutzer durchaus sinnvoll sein. Sinnvoll für jeden ist sowas, solange man ein eigenes Angebot im Internet hat, als sogenannten Vorher-Nachher-Snapshot. Zum Beispiel, ich mache das jetzt, wie hier gezeigt. Dann versuche ich durch verschiedene Maßnahmen die eigene Site suchmaschinenfreundlicher zu gestalten und schaue dann in 2 Monaten nochmal nach demselben Prinzip vorbei, um dann sehen zu können, ob die entsprechenden SEO-Maßnahmen gewirkt haben oder nicht. Um an diese Information zu kommen, missbrauchen wir einfach den sogenannten Zeitparameter, den jede der hier gezeigten Suchmaschinen auch entsprechend unterstützt. Das heißt, wir starten einfach unseren Standardbrowser und begeben uns erstmal zu Google. Dort geben wir dann eben den Zeitparameter ein, also SITE, Doppelpunkt, also Site, und dann der entsprechende Domainname, den wir diesbezüglich absuchen wollen. Also in diesem Fall nehme ich jetzt mal beispielhaft sempervideo.de. Site, Doppelpunkt und dann Domainname. So, klicken wir einfach auf Suchen, kriegen wir als Ergebnis 4680 Webseiten von sempervideo.de, kennt Google bzw. sind dort indexiert. Aus dieser Zahl lässt sich auch schon die erste Schlussfolgerung ziehen, denn wenn ich zum Beispiel wissen würde, dass auf sempervideo.de zum Beispiel 10.000 Webseiten zur Verfügung stehen würden, es Google allerdings nur schafft, ich rund jetzt mal auf, die Hälfte der kompletten Anzahl zu indexieren, dann würde ich sehen können, dass meine Webseite nicht besonders suchmaschinenfreundlich ist, beziehungsweise der Googlebot es aus irgendeinem Grund nicht schafft, alle Webseiten zu indexieren. Ergo, da müsste ich vielleicht dann nochmal Hand anlegen. Wenn ich aber ungefähr weiß, das trifft's, sage ich jetzt mal, dann brauche ich natürlich auch jetzt nicht viel mehr in diese SEO-Maßnahme zu investieren. So, das war jetzt also Google. Prüfen wir auch noch die anderen ab. Nehmen wir mal yahoo.de. Da muss man für die richtige Suche immer erst ganz nach unten scrollen oder einen entsprechenden Bookmark anlegen. Aber auch hier funktioniert das komplett gleich. Site Doppelpunkt sempervideo.de. Suchen. So, haben wir hier 6419 Seiten, kennt der Bot bzw. Yahoo, 64 zu 46. Gut. Yahoo kennt also mehr Seiten. Und als letztes noch live.com von Microsoft. Da nehmen wir site:/sempervideo.de. Klicken wir drauf. So, ein bisschen kleiner die Info, 2100 Seiten. So, wie ich schon sagte, daraus kann man die ersten Schlüsse ziehen. Auf jeden Fall ganz interessant zu wissen für Webmaster. Okay,